Servus und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sandra mit deinen Aloe Vera Tipps aus der Praxis. Heute mal komplett aus der Praxis. Warum? Weil ich mir gedacht habe, ich muss euch erzählen, was heute los ist. Ich bin natürlich schon ein bisschen gestylt, bin aber noch nicht geschminkt. Meine Haare sind auch schon schön unter diesem Dutt. Und ich muss euch ehrlich gestehen, bevor ich mich jetzt noch schminke und ich sozusagen heute ein Fotoshooting habe, und das ist der Grund, warum ich dir das jetzt sage, wenn ich ein Fotoshooting habe oder ich gehe auf die Bühne oder ich bin einfach in einem Vorstellungsgespräch oder wo auch immer, immer wenn ich nochmal eine extra Portion Feuchtigkeit brauche, wo ich sage, meine Haut muss nochmal besser ausschauen als sonst, hat gestern am Abend mein Programm schon begonnen. Ich habe am Abend natürlich mein Gesicht gereinigt, also mit dem Cleanser gereinigt und habe anschließend am Abend gestern schon die Gelmaske verwendet. Ja, das ist zum Bestellen extra einzeln, aber du bekommst das Ganze natürlich auch in einem super tollen Set und in dem Set hast du eben drinnen den Cleanser und nach dem Cleanser verwende ich immer ein bisschen von diesem Illuminating Gel, das ist so ein Serum für unten drunter. Und dann kannst du eben aus der Serie Reales nehmen, entweder diese tolle Feuchtigkeitscreme, also zum Beispiel tagsüber, gebe ich dir jetzt dann immer tagsüber drauf, oder, und das habe ich eben gestern gemacht, unsere Nachtmaske. Total genial, du tust dir die drauf und gehst schlafen. Keine Sorge, du hast keine Flecken auf dem Polster oder irgendwie, aber über Nacht wird einmal schon richtig durchgefeuchtet. Und heute in der Früh war ich jetzt am Duschen und habe nochmal ein richtig schönes Peeling gemacht in meinem Gesicht, gereinigt, gepeeling, dann wie sie mit meiner Seife geduscht und habe den ganzen Körper gepeelt. Das könnt ihr natürlich auch machen, ist auch für uns Plus Size total wichtig, dass wir regelmäßig peelen, vor allem auch unterm Busen, zwischen den Beinen, ihr wisst da, wo die Stellen sind, ja, so Bauchfalten und so, das gehört einfach immer schön sauber und reingehalten. Dann habe ich mit dem First Spray eingesprüht und mit meiner Supreme Cream eingecremt, aber jetzt sitze ich hier und möchte dir noch, bevor ich mich jetzt schminke, habe ich 20 Minuten Zeit und verwende meine Geheimwaffe, nämlich diese Biozellulose-Maske. Und die werde ich jetzt einfach gleich direkt mit euch anwenden. Das heißt, ihr reißt das auf. Das ist total genial, gibt es in einem 5er-Packerl. Das heißt, du kannst die alle 5 bestellen und hast 5 für dich. Oder natürlich ein super Tipp, bestell dir die 5 und du hast ein tolles Geschenk extra für eine Freundin oder so. Es ist einfach toll. Das ist eine fertige Touch-Maske, die ziehst du einfach heraus. Und da ist noch Flüssigkeit drinnen, die hebst du dir auf, die kannst du dann für dein Dekolleté, für ein Body verwenden. Und dann hast du hier 3 Schichten. Ist total easy. Das sind 3 solche Schichten. Also es schaut aus, du weißt, wo die Augen sind und die Lippen. Und du nimmst sozusagen mal die äußerste Schicht runter. Auch das hebe ich mir auf, das gebe ich jetzt einfach da mal auf die Hülle drauf. Warum? Ich liebe es, diese Feuchtigkeit dann auf meinem Körper, also normalerweise bin ich ja dann nicht angezogen, wenn ich das so mache, ja, und verwende das und tue mir das gleich auf den Arm und auf mein Dekolleté und überall. Und dann nehme ich diese Touch-Maske und gebe mir die da mal aufs Gesicht ein bisschen und ziehe das dann da runter. Das hebe ich auch auf. Und das gebe ich jetzt auf mein Gesicht. Das ziehe ich jetzt richtig schön her. Und du kannst, ich hoffe, ihr könnt es mich gut verstehen. So, oh mein Gott, ist das gut. Oh, das fühlt sich so genial an. Also ich bin ja jemand, der dazu neigt, dass er eher rote Äderchen und hat. Und wenn er dann geföhnt ist und er ist hergerichtet, dann bin ich immer ganz gerötet im Gesicht. Und dann sind diese Masken einfach super. Und jetzt kannst du, wenn du die Augen schließt, kannst du die Augen zumachen und das einfach drüber klappen und hast tolle Pflege auf den Augen. Oder, und auch das kannst du machen, du reißt das einfach runter und gibst es über deine Lippen. Und dann nach 20 Minuten nimmst du das dann ab und du wirst dann merken, ich komme dann nachher online nochmal, ich zeige euch das dann nachher noch. Also die Haut trinkt das, die ist so dankbar für diese Feuchtigkeit und richtig schön draufgeben. Und wie gesagt, das ist eine Biozellulose-Maske, das heißt, es wird mit Aloe, werden Zellulosefasern gefüttert. Daraufhin wächst dieser Stoff, das wird dann ausgeschnitten
Und dieses Serum, in dem das drinnen liegt, das ist einfach der Oberhammer. Und wie gesagt, die Reste, die da drinnen sind, sowohl in den rechts, vorne und hinten Buttons, als auch in der Packung selber noch, kannst du für deinen ganzen Body verwenden. Das ist einfach himmlisch. So, meine Lieben, jetzt sind die 20 Minuten vorbei. Ich habe es mir vorher noch glatt gestrichen beim Spiegel. Und jetzt nehme ich das ganz einfach runter. Das tut überhaupt nicht weh. Ist total easy. Und jetzt den Rest, ja, den könntest du jetzt noch natürlich verwenden für Hals und für Dekolleté. Was du aber machen kannst, dadurch, dass das Biozellulose ist, gehört das wirklich einfach in den Biokübel oder einfach zu deinem Obst- und Gemüseschalen. Es ist wirklich zu 100% biologisch abbaubar. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es die ganze Zeit schon genossen. Es war so erfrischend, so kühlend. Ich habe es wirklich total genossen. Und jetzt nehme ich dann noch ein bisschen was von der Flüssigkeit aus der Packung, aus der Restpackung, gebe mir das drauf. Und anschließend werde ich, und ich liebe einfach unsere Moisturizing Lotion, die lilane, und ich werde jetzt, bevor ich mich schminke, werde ich ganz einfach wieder ein bisschen von diesem Illuminating Gel draufgeben und von der grünen, von dem Smoothing Gel Moisturizer. Also das ist nämlich eine gelbasisbasierte Serie, total cool. Und mit dem schmiere ich mir das ganze Gesicht und Dekolleté ein und gehe mich jetzt mal schminken. Bis gleich. Tja, meine Lieben, und jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich geschminkt. Es sind auch schon die Fotografen da, die richten jetzt gerade in meinem Wohnzimmer alles her. Ich kriege heute ein Fotostudio sozusagen in meinem Haus. Ja, somit ist dieses Video beendet. Wie gesagt, das ist ein richtig toller Tipp, eine richtig tolle Maske für wichtige Tage. Dass du einfach eine tolle Gesichtshaut hast, voll befeuchtet bist, du dich einfach wohlfühlst und das Make-up haltet natürlich auch dementsprechend länger und besser. Ich wünsche dir einen tollen Tag, bleib gesund, deine Sandra. Bussi, baba.